Bei diesem Seifenkistenrennen am Sonntag in der brasilianischen Stadt Sao Paulo ging es nicht allein um die Schnelligkeit oder das Ankommen. Nein, auch einfach das Dabeisein war schon Motivation und das möglichst auf kreative Art und Weise. Teilnehmer Guilherme Bauer erzählt genauer, wie er die Sache sieht. Ich habe wirklich sehr gekämpft, um dieses Auto zu bauen. 40 Nächte und Tage haben wir damit verbracht. Meine Hand schmerzt total. Aber es ist wirklich ein cooler Wettbewerb und meiner Meinung nach sind alle Teams bereits Gewinner, schon allein, weil sie hier mit dabei sind. Es ist wirklich sensationell und es ist wirklich toll, teilzunehmen. Aus den vielen Bewerbern wurden rund 70 Seifenkisten ausgewählt, die dann bei viel Musik, lauten Fans und diversen Hindernissen den Parcours in Brasilien bewältigten.